Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht vielleicht schon ein bisschen im Hintergrund. Ich bin bei einem Fahrtechnikkurs und dreimal dürft ihr raten, bei wem. Und zwar natürlich beim lieben Thomas. Da haben wir ihn auch schon. Hallo, herzlich willkommen bei einem neuen Video. Ja, und heute machen wir mal einen richtigen Anfängerkurs. Bald geht ja die Saison los und da ist ja nicht verkehrt, mal die Basics aufzufrischen. Ne? Genau, das ist der Basic-Kurs, den ich ja nicht mehr gebe. Das sind so Basic-Kurse, wie es die halt überall gibt. Wir werden heute so die Themen, die beim Basic-Kurs, die so wichtig sind, halt kurz anschneiden. Der Daniel ist Schüler, ich bin Lehrer und wir gucken mal, wie das so läuft. Ich bin gespannt. Erstes Mal Anfängerkurs. Ja, einen wunderschönen guten Morgen bei dem Fahrtechnikkurs von Free & Ride. Grund-Basic-Wissen für Mountainbiker. Wir fangen damit an, dass ein Schuh geschnürt sein muss, damit man laufen kann. Also, ja, gucken wir gleich direkt auf die Schuhe. Gucken wir erstmal Setup-Fahrrad. So, jetzt ist erstmal die Frage, was fährst du überwiegend? Wenn du jetzt sagst, ich fahre mehr an Trails runter und Bikepark, dann sieht es so aus, dass man das Cockpit so einstellt, wie bei mir jetzt zum Beispiel, ich fahre ja fast nur im Stehen, dass wenn ich im Stehen auf dem Fahrrad bin, Unterarme und Bremse einen Winkel bilden eigentlich bergab dann. Damit hier keine Knickung entsteht und kein Blutstau und die Hände auch nicht einschlafen. Fährt man jetzt Touren, macht man den Sattel auf hoch, geht in die Fahrposition und guckt, bei mir, da müssten die Bremsen ein bisschen höher. Das kommt darauf an, wo man den Fokus legt. Wichtig ist aber, dass man den Lenker ganz außen fasst und dass man mit einem Finger bremst. Warum ganz außen fassen? Viele fassen ja hier, weil unser natürliches das Gehirn weiß genau, wie breit ich bin. Und wenn ich die Hand hier habe, dann komme ich auch nicht mit dem Lenker gegen Baumende. Weil dann weiß mein Körper genau, dass da meine Hand zu Ende ist. Was gibt es sonst noch zu beachten? Schalthebel, ich habe jetzt keine, aber Schalthebel sollten so sein, dass man nicht zufällig bei der Abfahrt dagegen kommt, aber dass man sie halt auch gut erreicht. Das nächste, was ich empfehlen kann für Einsteiger, sind sogenannte Flat Pedals, die mit den Pins einfach nur Grip geben. Mit passendem Schuhwerk ist das schon enorm. Klicks würde ich erst für Fortgeschrittene empfehlen. Und bei einem Fahrtechnikkurs sowieso lieber mit Flats, damit man halt runtergehen kann. Satteleinstellung. Ich fahre jetzt ein DH-Bike, mein Sattel ist schon auf unten eingestellt. Wichtig ist, ich fahre jetzt mal kurz eine Runde und zeige das, dass der Sattel fürs Bergabfahren so eingestellt ist, dass man in jeder Situation immer hinter den Sattel kommt, in der Notsituation. Und dass man ihn bei Kurbeln, ich komme nochmal, am Innenbein anlegen kann. So. Zack, dann über die Bildschirme fahren. So. Das war es schon eigentlich an Grundanstellungen, die wirklich wichtig sind. Und ich würde sagen, für die nächste Sache geht es jetzt quasi schon gleich fast aufs Bike. Kurze Frage, schon mal ein Video geguckt und gehört, ich muss Druck im Bike aufbauen. Ja, schon mal gehört. Genau. Nächster Punkt also, wir fangen erstmal so an. Das wird eine Sache, da gehen wir gleich drauf ein. So, damit wir da überhaupt zu dem Thema kommen können, brauchen wir erstmal was? Die sogenannten Grundpositionen. So, vielen ist gar nicht bewusst, dass man halt eine Grundposition haben sollte. Ist einmal die Giraffe, fast ausgestreckt, der Gorilla und die Spinne ist mit Kinn wirklich ganz am Vorbau. Wichtig hierbei ist die Knickung der Ellbogen nach außen. Und die Schulter sollte so sein, dass es sich noch gut anfühlt, also man sollte dann, ich zeig's mal eben von der Seite hier, die Schulter, man sollte die Schulter nicht übertrieben nach vorne drehen und so fahren, man sollte aber halt auch nicht so hier fahren. Also wie halt quasi fast bei der Liegestütze. So. Das sind die drei Grundpositionen und das ist unsere erste Übung, die wir heute machen. Ich fahre vor, wir fahren jetzt hier in meinem Kreis, deswegen fährst du jetzt hinter mir her. Wir fahren über diesen Parkplatz. Kreuz und quer, immer hier so im Kreis, wie wir Lust haben und üben diese drei Positionen. Du guckst dabei bei mir ab und versuchst das nachzumachen und dann fahre ich mal hinter dich und gucke, ob du das richtig machst. Los geht's! Ich bin bereit. Gorilla, Spinne, Gorilla, Giraffe. Gorilla,
Stimme. Kannst du schön sehen, wie ich die Arme und Beine genau simultan bewege. Der Sinn der Sache ist, dass mein Schwerpunkt über dem Tretlager bleibt. Hm. Das heißt, wenn ich nur die Beine knicke, wandert der Schwerpunkt nach hinten. Wenn ich nur die Arme knicke, wandert der Schwerpunkt nach vorne. Kommen wir später noch mal zu, wenn es dann so also schwieriger Themen geht wie Springen oder sowas. Dann wird das auch noch mal auftauchen. Das sind die drei Grundpositionen, die muss man quasi immer üben. So. Welche Übungen gibt es, wo man am besten, wenn Leute gar nicht wissen, so wie bin ich denn jetzt in der Mitte im Bike? Was gibt es da für eine Übung für, damit ich weiß, ich bin auch wirklich in der Mitte und eben nicht nach hinten oder nach vorne versetzt? Dafür gibt es eine ganz einfache Übung, die kann jeder vor der Haustür machen. Ich mache sie mal vor, ist sehr kompliziert, nicht einfach. So. Man rollt so ein bisschen, zieht die Bremse und bleibt einfach mal stehen. Nächster Punkt ist jetzt, wie baue ich Druck im Bike auf? Da haben wir ja eben drüber geredet. Jetzt haben wir erst die Grundposition gemacht. Und jetzt geht es darum, wie baue ich Druck im Bike auf? Vorne wissen das noch relativ viele. Man sieht das bei mir immer schön, weil ich ein sehr weiches Fahrwerk habe. Um vorne Druck aufzubauen, gibt man in den Gorilla. Und dann kommt hier Druck. Faustregel ist, der Winkel von der Gabel sollte dem Winkel der Unterarme entsprechen, also ungefähr gleich, weil dann ist es eine Kraftlinie, das Knicken der Arme und das Einfedern der Gabel. Jetzt die Frage, wie baue ich Druck hinten auf? Und das ist ja oft ein Problem bei der Steilabfahrt, bei losem Boden. Das hintere Rad hat durchs Gefälle kaum Druck, also blockiert es sofort und man hat sofort ein Unsicherheitsgefühl. Wie kann ich dem entgegenwirken? Viele gehen jetzt nach hinten, um dann halt Druck auf das Hinterrad zu bekommen. Was sie aber nur dadurch bekommen ist, sie geben die Kontrolle vorne ab. Sobald ich vorne aus dem Gorilla gehe, ist hier gar nichts mehr. Da ist kein Druck mehr. Und ich kriege auch hinten, wenn man das jetzt mal guckt, auch keinen Druck durchs nach hinten gehen. Die einzige richtige Bewegung ist, die Ferse muss nach unten gehen. Dann habe ich hier Druck. Dreh mich mal eben um. So, ich lasse den Fuß gerade, mach Druck, passiert hinten fast nichts. Ich mache die Ferse runter und dann ist hier hinten richtig Druck drauf. Das also für den Druck im Rad. Was ist das Allerwichtigste beim Mountainbiking? Ähnlich wie beim Motorradfahren oder beim Reiten, Snowboardfahren, egal was. Walter Röhrl, Zitat, guckst du vom Baum, fährst du in den Baum. Das heißt, die Blickführung ist extrem wichtig beim Mountainbiking. Und wenn wir ehrlich sind, wenn wir gerade Einsteiger sind, haben wir sehr viele Ängste. Was machen ängstliche Mountainbiker? Wo gucken sie hin? Gegen den Baum. 1 Meter von Vorderrad oder vor das, wo sie Angst haben. Genau. Mhm. Kommen Wurzeln, gucken sie, oh, nasse Wurzeln, oh, und gucken runter. Leute, lasst es euch gesagt sein, durch eine Risikoabschätzung per Blick ist noch keiner weniger gestürzt. Jetzt wohl eines der wichtigsten Themen beim Mountainbiking, Bremsen. Und zwar richtiges Bremsen. So, wir alle kennen dieses Ding hier, das sind die Bremshebel. Jetzt gibt es viele Mythen und viele Sachen, wie die Eltern einem das gesagt haben, bremst nicht so viel mit vorne, sonst gehst du übers Vorderrad. Bergab ist die meiste Last auf dem Vorderrad, bremst also lieber mit vorne oder bremst mit 80% vorne, 20% hinten. Das kann eine automatische Bremslastverteilung in einem Auto oder Motorrad kann das sehr gut. Wir in einer Notsituation habe ich noch keinen gesehen, der sagt, ich bremse jetzt mal mit 70% vorne und mit 30% hinten. Ah, nee, doch besser mit 40% hinten. Das ist natürlich Blödsinn, weil das kann kein Mensch, selbst die Pros nicht. Was natürlich stimmt im Park oder so, ist die Vorderradbremse eher die Verzögerungsbremse und die hintere Bremse eher eine Richtungsbremse, wo man mal eben eine Richtung mit ändern kann auch. Generell sind aber beide zum Verzögern geeignet. Dafür sind wir eben von dem Thema sind wir wieder zurück. Dafür muss ich Druck im Bike aufbauen. Dafür zeige ich euch jetzt. Einmal bremse ich passiv nur mit den Bremshebeln und dann werde ich aktiv bremsen. Und der Unterschied ist wirklich enorm, was halt den Bremsweg angeht. Wir machen das jetzt hier, bremst man ja sowieso sehr gut auf dem Asphalt. Wer will, kann das mal auf losem Boden üben. Da sieht die Sache ganz anders aus. Ich werde es jetzt eben einmal vormachen
und dann werdet ihr den Unterschied direkt sehen. So, jetzt kommt die Posse. So. Klar, da es falsch ist, komme ich trotzdem, aber wir gucken mal hier zusammen eben. Wir gehen das mal zusammen ab. Das sind 1, 2, 3 Meter. Das würde selbst auf dem Asphalt in der Stadt, wenn das Ganze jetzt eine Autofront gewesen wäre, würde das schon wehtun. Mhm. Auf losem Boden wären das jetzt mit der Bremstechnik locker 6, 7, 8 Meter geworden. Jetzt werde ich einmal mit dem Körper mitbremsen, was den Leuten gar nicht so bewusst ist. Ich muss mitbremsen. Das bedeutet das, was ich euch eben erklärt habe beim Druckaufbauen. Ich gehe vorne in den Gorilla und hinten mache ich die Fersen runter. Ansonsten selbe Geschwindigkeit und ich bremse halt sehr viel mit hinten. Am Bremsweg von noch nicht mal einem Meter, halber Meter Bremsweg. So, also wichtig ist, wenn ihr dann in dem Gorilla seid und habt die Fersen unten, dann könnt ihr auch die Kraft von der Gabel, den Gegendruck, in eurem Oberkörper aufnehmen. Seid ihr nur Passagier und schiebt das Rad so, könnt ihr gar keine Kraft aufnehmen. Deswegen ist diese Aktivierung, das wird heute noch ein paar Mal kommen in dem Kurs, sich zu aktivieren, in den Gorilla zu gehen, extrem wichtig, weil sonst kann man keine Kräfte aufnehmen und wird nicht eins mit der Maschine, sondern wird immer nur Passagier bleiben, der oben drauf sitzt. Ja, hallo, da sind wir wieder, nach einer kurzen Pause. Ich muss sagen, das ist jetzt ein Thema, das wird euch euer Leben lang begleiten als Mountainbiker, weil man wird nie das Gefühl haben, perfekt eine Kurve fahren zu können. So wie ich es gerade gefahren habe, fährt es halt der Hollandradfahrer. Wir haben generell drei Möglichkeiten, beim Mountainbiking Kurven zu fahren. Die eine ist natürlich der Lenker. Warum lenken wir auf losem Boden so wenig wie möglich mit dem Lenker? Die Erklärung ist ganz einfach. Sobald ich eine Lenkbewegung einleite, habe ich hier eine Spur, hier vorne, die so geht, und hinten aber eine Spur, die eigentlich so will. Weil hinten ist ja keine Lenkung. Ich habe ja keine Vorderrad-Hinterradlenkung. Bedeutet, ich bekomme in der Mitte im Bike eine sogenannte Disbalance. Das Bike fängt an, sich aufzuschaukeln. Sieht man auch schon mal beim Motorradrennen. Wenn die falsch gelenkt haben am Lenker, fängt das Motorrad an, so zu schlackern und dann fliegen die runter. Passiert auch beim Radfahren. Das kommt, wenn man halt lenkt. Jetzt haben wir noch zwei andere Möglichkeiten. Die eine ist, sich mit dem Fahrrad, das sogenannte Legen, sich in die Kurve zu legen. Das geht zum Beispiel hier auf Asphalt. Ich mache das mal eben vor. Dann lege ich mich mit dem Rad in die Kurve. Ganz ehrlich, Leute, beim Mountainbiking vergesst das wieder ganz schnell. Weil wo fahren wir? Wo wollen wir fahren? Fahren wir auf Asphalt? Nein, wir fahren im Wald. Welche Technik benutze ich dann? Die sogenannte, beim Motorrad wird es auch so genannt, Legetechnik. Hat nichts mit den Hühnern zu tun, sondern mit Mountainbiking. Legetechnik bedeutet, ich zeige es mal von vorne, generell, dass der Körper gerade bleibt und das Bike halt runtergeht. Das hat den Vorteil, dass ich auf losem Boden außen auf diesem Stollen hier den Druck habe, indem ich halt den Körper über den Stollen lasse. Und das Rad lege ich in die Kurve, um der Fliehkraft, die mich ja eigentlich zum Kurvenäußeren drängen will, rauszukriegen. Das ist die Technik, die wir heute auch üben werden. Weil das ist die Technik, die wir im Wald brauchen. Und da gibt es leider auch ein paar Mythen, die werden wir auch jetzt kurz aufräumen. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen, ja, wenn du ein Fahrrad legen willst, musst du Kurven inneren Arm strecken und den äußeren nach außen knicken. Ich zeige euch gerade mal eben, wie gut das funktioniert. Pass auf. Ach, das funktioniert ja gar nicht. Da hätte ich den Daniel fast umgefahren. So, bedeutet, man muss sich immer über Ursache und Wirkung klar sein. Das Einzige, was immer entscheidend ist, ist der Blick. Wenn am Blick die Schulter und die Hüfte dran ist. Ich mache das gleich jetzt nochmal, fahre auf den Daniel zu und guck mal nur dann dahin, wo ich hinfahren will und guck, was mit dem Fahrrad passiert. Ihr habt es gesehen, das Fahrrad geht sofort um die Ecke rum. Blick geht, wo ich hin will, Schulter folgt, Hüfte folgt. Durch die Hüftdrehung wird dann
Der innere Arm gestreckt und der äußere nach außen geknickt, wenn ich in der aktiven Fahrposition fahre. Das Ganze jetzt hier in diesem wunderschönen Aufbau einmal gezeigt, links und rechts. Ich mach's mal vor und der Daniel darf es gleich mal nachmachen. Oh. Was ich damit zeigen wollte, ist, man guckt ungefähr immer so 3-4 Hütchen voraus, dass man immer so in die Kurve guckt. Weil so Sätze wie immer zum Kurvenende gucken ist auch Blödsinn. Wenn die Kurve 15 Meter lang ist, kann man nicht bis zum Kurvenende gucken. Ne? Weil dann bringt das nichts. Immer halt diesen vorausschauenden Blick haben. So, das kann er da jetzt mal testen. Bam! So, jetzt sind wir ja normale Kurven gefahren. So, jetzt haben wir aber das Problem, wir fahren ja dann später, wenn wir ein bisschen uns steigern, durch ruppiges Gelände. Da haben wir schnelle Wechsel, links, rechts, da kann man nicht mit der hängenden Pedale arbeiten, da muss man in der Mittelposition bleiben. Schnelle links, rechts Wechsel machen. Was ist das Beste, um links, rechts Wechsel zu üben, Daniel? Slalom fahren. Slalom fahren. Ich mache das jetzt mal vor und zeige euch, warum eine Lenktechnik genau jetzt bei sowas nicht funktionieren kann. Ja, da habe ich das Hütchen schon weggenommen, habt ihr gesehen? Das Problem ist, beim Slalom, das ist schon ein sehr weit gesteckter Slalom, 3 Meter auseinander, aber in dem Moment, wo ich nach dem Hütchen einlenke, fährt das volle Rad schon gar nicht mehr an dem Hütchen vorbei. Das heißt, ich muss gekünstelt später einlenken, hier nämlich erst, um dann an dem Hütchen vorbeizukommen. Bedeutet, im Gelände ist da eine Wurzel, wo ich rumfahren will, werde ich die mit dem Hinterrad casen und wegrutschen. Bedeutet, ich brauche eine Technik, wo ich beide Räder in einer Spur bewege. Und das ist in dem Fall unsere Legetechnik. Ich werde es jetzt noch wieder zeigen, vielleicht filmt Daniel jetzt wieder von vorne, dann kann man es wirklich gut sehen. Bei der Legetechnik habe ich jetzt den Vorteil, dass ich ja beide Räder gleichzeitig quasi um die Kurve fahre. Und dann durch das Umkippen wieder beide gleichzeitig. Das heißt, ich kann sehr eng an den Pylonen vorbeifahren, ohne eine zu berühren. Also diese Technik, liebe Leute, üben. Nächstes Thema, nach Grundposition, Bremsen, Kurven, aktiviert fahren bei Hindernissen. Jetzt reden wir noch gar nicht von Sprüngen. Da ist der Daniel noch meilenweit von entfernt zu springen mit dem Fahrrad. Aber jetzt fahren wir durch den Wald und dann liegt da sowas. Viele bekommen dann eine Angstreaktion, nämlich diese hier. Oder bremsen und tragen es drüber, noch schlimmer. Ein paar haben den Mumm und sagen, ich fahre drüber, aber mit einer Angsthaltung. Also mit der Ausweichhaltung, das Gehirn sagt immer, vorne ist die Gefahr, also gehe ich nach hinten, weg von der Gefahr. Dass das keine Sicherheit bringt, zeigen wir jetzt. Ich fahre jetzt mal passiv drüber. Und achte mal drauf, nachdem das Vorderrad über das Hindernis ist, werde ich quasi, genauso wie sich das Rad bewegt, werde ich so nach vorne geschleudert durch das Hindernis. Und deswegen ist dieses Passivfahren halt unglaublich gefährlich. Ihr habt gesehen, das sah, glaube ich, alles andere als sicher aus, oder? Das Gleiche mache ich jetzt einfach mal im Gorilla. Und jetzt ist wichtig, den Gorilla natürlich nicht steif halten, sondern das Fahrrad unter einem arbeiten lassen. Ein Quadtechnik-Kunde hat mir mal gesagt, ich glaube Taktilscanner heißt das. Man muss sich vorstellen, dein Körper ist eine Feder und dein Fahrrad ist ein Stift, was vorgespannt wird. Und wir wollen jetzt den Boden abtasten mit dem Fahrrad. Die Feder selbst wird in der Position nie geändert, sondern die entspannt und spannt sich immer nur. Wie beim Pumptrack-Fahren. Und ich spanne quasi die Feder vor. Und lass aber dann durch das Hindernis das Fahrrad, weil ich ja nur eine Feder bin, einfach zu mir kommen. Und es wird nach dem Hindernis, da die Feder vorgespannt ist, einfach wieder runtergelassen. So, hört sich kompliziert an. Ich mache es am besten mal vor. Dass quasi nur noch das Fahrrad so macht, tok tok, mein Körper aber nur noch so macht. Das heißt, ich werde nicht mehr mit meinem Schwerpunkt nach vorne geschleudert. Ganz wichtig. Aktivposition, sehr, sehr wichtig, dass man das halt einhält bei Hindernissen. So, jetzt habt ihr alle ganz viel geübt. Ihr wisst, wie man die richtige Grundposition hat, wie man Druck im Bike aufbaut, wie man richtig bremst, wie man Kurven fährt
und wie man über Hindernisse fährt in Aktivposition. Jetzt kommt die Creme de la Creme. Springen mit dem Mountainbike. Wenn es erlaubt ist, kurz danke an den Ewald, der mir die Rampe zur Verfügung gestellt hat, also geschenkt hat. Ich werde die jetzt erstmal an den Daniel weitergeben, weil ich nicht so viel Verwendung dafür habe. Ich wohne ja direkt am Bikepark. So, warum haben jetzt viele vor so einem Sprung Angst? Weil der nach oben geht. Jeder Sprung, der nach oben geht, kickt ein bisschen. Warum tut er das? Ganz simpel. Das Vorderrad verhält jetzt schon die Rampe, das Hinterrad aber erst jetzt. Das heißt, wenn das Hinterrad von dem Sprung hochgekickt wird, ist das Vorderrad bereits schon im Sinkflug. Jetzt benutzen sehr viele die sogenannte Wegdrücktechnik, um das zu verhindern. Ich werde das jetzt gleich vormachen. Die funktioniert auch, aber die hat den Nachteil, dass man keinerlei Airtime mehr irgendwie bekommen kann, weil man halt die Energie wegschluckt. Was passiert noch, wenn man Energie wegschluckt? Man wird langsam. Das wollen wir natürlich alle nicht. Also werden wir gleich eine Alternativtechnik zeigen, die euch sofort sicherer auf dem Bike macht. Aber erstmal benutze ich die Wegschlucktechnik. Das soll auch nicht heißen, dass das eine schlechte Technik ist. Weil wo brauche ich diese Technik? Bei schnellen Sprüngen, wo ich weiß, ich würde eigentlich zu weit springen. Dann muss ich die Energie absorbieren, damit ich halt noch in die Landung komme. Das vergessen viele von den jungen Kids, die immer nur höher, schneller, weiter, dass sie halt auch Energie kompensieren können, ohne die Bremse zu benutzen, sondern einfach nur mit dem Körper. Ich denke, der Daniel weiß, wovon ich rede. Ich habe ihm das schon mal im Bikepark gezeigt und so, wie das funktioniert. Jetzt machen wir es hier kurz. Ich werde jetzt hier anfersen und die Energie wegschlucken. Ihr habt schon die relativ plumpe Landung gehört, ne? Und auch das Rad ist quasi wie, als ob es danach sofort wieder am Boden schlägt. Jetzt kommen wir schon eigentlich vom Anfängermodus in den fortgeschrittenen Modus, aber man muss ja wenigstens kurz zeigen, wohin der Weg geht. Bedeutet, wir haben, um einen Kickimpuls zu verhindern, zwei Möglichkeiten. Entweder hinten wegschlucken mit dem Bein oder, jetzt ganz irre gedacht, damit das Hinterrad nicht kickt, muss ich das Vorderrad einfach weiter hochhalten. Und zwar bis das Hinterrad über die Rampe ist und dann bin ich auch in der Luft. Es gibt einen Sprung, wo das alle fast automatisch machen. Das ist der sogenannte Drop, wenn es irgendwo runter geht. Bei einem Kicker, wo eigentlich dasselbe Problem ist, macht es aber kaum einer. Da tun alle die Beine an. Ich glaube, es liegt daran, weil es nach oben geht. Ich weiß es nicht, woran das liegt. Aber was benutzen wir beim Droppen für einen Impuls? Den sogenannten Durchschiebeimpuls. Ich nenne den extra nicht Manual Impuls, weil der Manual beinhaltet, dass man auch die Beine mit durchschiebt. Wir benutzen nur die Arme. Ich nenne den gerne den Teller wegschieben. Ich habe keinen Hunger mehr, ich will Diät machen, mein Gegenüber ist total dürr, der soll das essen. Also nehme ich den Lenker aus der Gorilla-Position, schiebe das Essen meinem Gegenüber zu. Dann sehe ich, ey Moment, da liegen ja noch zwei Kroketten drauf, die will ich aber noch essen und ziehe den Teller wieder zurück. Wenn ihr euch zu Hause an den Esstisch setzt, es ist genau diese Bewegung. Ihr nehmt den Teller, schieben, zurück. Das ist schon alles. Wie sehr ihr diesen Impuls setzt, kommt natürlich sehr auf den Sprung an, auf eure Geschwindigkeit an und ihr müsst es natürlich üben. Wie alles beim Mountainbiking. Ohne Üben kein Können. Deswegen ja, ne, hier, Hashtag jeden Tag. Und wenn man nur zu Hause vor der Haustür Trackstand übt, Stoppie übt, irgendwie sowas, ist egal. Jeden Tag einfach auf das Bike und dann kriegst du auch ein Verhältnis zu deinem Fahrrad. Nur nicht zu viel aufs Fahrrad geben, weil dann ist das andere Verhältnis nachher weg. Deswegen nicht zu viel. Jetzt fahre ich mal drüber und mach das mal mit dem Teller wegschieber. So, ihr habt es glaube ich gehört, die Landung super leise. Weil ich die ganze Zeit in der Aktivposition bleibe. Und halt auch dann, der Nachteil beim Beine anziehen ist ja, dass ich in der Landung dann halt keinen Puffer mehr habe, weil ich ja schon so auf dem Rad bin. Durch den Durchschiebeimpuls, den ich wieder zurückschiebe, bin ich weiterhin in der Aktivposition und kann dann die Landung einfach abpuffern.
Den Hinterradimpuls werde ich jetzt bewusst nicht in einen Anfängerkurs bauen. Warum baue ich den nicht in einen Anfängerkurs ein? Erstens, weil er mit den Beinen ist und wir mit den Beinen in der Regel motorisch nicht so begabt sind wie mit den Armen und auch was die Steuerung vom Gehirn aus angeht. Zweitens, die meisten von euch haben eher eine Angst halt, übers Vorderrad zu fallen. Deswegen Hinterradimpuls erstmal der Safety, der Vorderradimpuls, damit man nicht mehr über den Lenker fliegt. Ganz wichtig, Hinterradimpuls gibt es aber ein paar Vorübungen und die zeige ich euch. Die erste ist, das sind zwei kombinierte Übungen, einmal Gefühl für die Bremse bekommen. Das bedeutet, ich hole mit der Bremse, ich bremse einmal feste, hole das Hinterrad hoch und dann lasse ich die Bremse schleifen und gehe mit dem Fahrrad, ohne dass mich das Fahrrad berührt, ein bisschen spazieren und lasse die Bremse nur so viel schleifen, dass das Hinterrad nicht runterfällt. Das sieht jetzt sehr, 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 sehr einfach aus, erfordert aber ein bisschen Übung. Wenn das sitzt, nächste Übung ist dann folgende. Ich mache es wieder vor. Aus dem Gorilla hinten einfach die Beine strecken. Wichtig ist, dass die Beine ganz gestreckt sind. Denn ein Irrglaube beim Stoppy zum Beispiel, der ist nämlich jetzt die nächste, wenn wir diese beiden Sachen kombinieren, ist, dass der Stoppy über die Bremse kommt. Nein, ich bremse wie, als ob ich das Rad in die Garage schiebe am Vorderrad. Der Impuls des Stoppies kommt mit dem Aufstehen. Auch das zeige ich euch jetzt. Gorilla, leicht bremsen, aufstehen. So, habt ihr gesehen? Das ist der Stoppie, klassisch. Und zwar entsteht er durch das Aufstehen und dadurch bin ich dann auch, wenn das Rad hochkommt, schön hier aufgestanden im Schwerpunkt im Rad. Und kann natürlich, wenn das Rad wieder runterfällt, das auch abpuffern. Wenn man nur mit der Bremsenstoppy macht, das zeige ich euch jetzt auch, das hört sich dann so an. So. Man muss sehr viel mehr Kraft in die Bremse stecken, hat hier weniger Gefühl. Kann nämlich, wenn man nachher ein bisschen weiter rollen will, also auf Nosy kommen will, kann man das so nicht machen. Da muss man die erste Technik nehmen und das dann langsam üben. Wenn ihr es ein bisschen geübt habt, dann könnt ihr es steigern und könnt noch ein Fakie draus machen. Das heißt, wenn das gerade hoch war, ein bisschen rückwärts rollen noch. Das war es erstmal an Basics. Und das Beste ist aber, lernen tut man Mountainbiken nur beim Mountainbiken. In diesem Sinne, aktiviert die Glocke und lasst dem Daniel mal ein Abo da, weil er lässt sich echt viel einfallen für die Videos und gibt sich viel Mühe. Ciao, euer Thomas von Free and Ride.